Er freut sich auf den Thron. Willem Alexander Klaus George Ferdinand, noch Kronprinz von Oranien-Nassau, künftig König der Niederlande. Geboren 1967 als ältester von drei Söhnen. Mit 13 wird er Kronprinz. Eine Rolle, die ihm anfangs überhaupt nicht gefällt. Mit Freude heet ik u welkom, de Prinz von Oranje. Als Student flüchtet er sich ins Nachtleben, ist als Partylöwe verschrien. Sicherer als zu Hofe bewegt sich Willem Alexander auf dem Sportplatz und auf dem Eis. Lange fragt er sich deshalb, ob er der Richtige für das Amt ist. Ich zweifle nicht, ob ich es will, sondern ob ich es kann. Denn die Fußstapfen sind groß. Königin Beatrix, die Grande Dame der Niederlande. Sie regierte selbstbewusst und skandalfrei, ganz nach Protokoll. Doch sie gilt auch als unnahbar. Das Privatleben bleibt stets unter Verschluss. 33 Jahre ist Beatrix Königin, dann im Januar die Ankündigung. Ich habe beschlossen, in diesem Jahr von meinem Amt zurückzutreten. Willem Alexander ist der erste Mann seit 123 Jahren auf dem niederländischen Thron. Seine Einstellung zur Krone hat sich geändert und sie ist der Grund. Die Ehe mit der Argentinierin Maxima verleiht ihm Selbstbewusstsein. Zusammen wollen sie die königliche Tradition fortführen, aber auch ihren Stil verändern. Weniger Protokoll, dafür mehr Leichtigkeit und Volksnähe. Ein Königspaar zum Anfassen an der Spitze der Oranien-Dynastie. Haben wir sie zusammen packen, allemaal?